Herzlich willkommen bei Artist TV. Seit über 10 Jahren berichten wir über die Fashion Week, haben inzwischen viele Designer interviewt, viele Prominente und ein spannendes Publikum. Und eine Designerin war immer herausragend für uns. Das ist die Designerin des Jahres 2017, Anja Gockel, die Offsite hier im feudalen Hotel Adlon Kempinski ihre Shows inszeniert. Hochwertige Kollektion, handcrafted, limited, real, sustainable und made in Germany. Und das Schöne bei ihr auch, starke Botschaften von starken Frauen. Und heute haben wir aber ein sehr leichtes, schönes Thema. Der Strand liegt unter dem Asphalt. Das ist wohl ein Lebensgefühl, metaphorisch, um zu sagen, man muss gar nicht weit reisen. Hier an Ort und Stelle kann Lebensfreude, Lebensglück sein. Alles individuell, was sie anspricht. Man muss nur ein bisschen einige Schichten abtragen, so sagt sie auch, die verkrusteten Strukturen abtragen und schon ist man in einem Wohlfühlparadies. Ja, heute hat Anja Gockel ihr 25-jähriges Jubiläum und dazu gratulieren wir ihr auch recht herzlich und wollen heute viele Gästestimmen einfangen und hierzu lade ich sie recht herzlich ein. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir den Maximilian und wir kennen uns ja von Brigitte Seeli, ehemalige PR-Dame bei Bonprix. Und meine Managerin. Und deine Managerin? Ja, natürlich. Seit wann das denn? Seit Anfang des Jahres. Ach, das ist ja wunderbar. Ja, siehst du. Was hat sie denn bis jetzt mit dir in Kooperation erschaffen? Ja, wir planen momentan noch ganz viel. Also wir lassen uns sehr viel Zeit, weil wir es natürlich vernünftig und ordentlich machen möchten. Ja. Aber es kommen sehr viele spannende Projekte. Es wird eventuell auch ein eigenes Fernsehformat geben. Wow. Also es wird ganz viel nächstes Jahr passieren. Ihr habt ja eine wunderbare, harmonische Beziehung. Ich habe das ja immer gesehen. Euch beiden zusammen zu sehen, Manager und Künstler, das ist doch wunderbar. Ne? Wir verstehen uns, wir sind die besten Freunde und was Besseres kann man sich gar nicht wünschen. Willst du mal ein bisschen was über deine Brands erzählen, dass wir mal erfahren, was es da zu bewerben gibt in nächster Zeit? Oh, ich darf gar nicht so viel verraten, leider, weil da laufen natürlich wieder ganz viele Verträge. Dann wecke mal Begehrlichkeit, ja? Aber so viel kann ich verraten. Wir machen ganz viel in die Richtung Charity. Ja. Ich möchte wieder was, also ich möchte was zurückgeben, ich möchte Gutes tun und da wird ganz viel passieren in die Richtung. Wo positionierst du dich? Also wenn wir dich jetzt erreichen, Maximilian, bei Instagram, damit wir die Sache auch beobachten. Natürlich bei Instagram. Also ihr dürft mir gerne folgen, Maximilian Seitz bei Instagram und ich freue mich über jeden Follower. Über Anja Gockel nochmal, so dein Statement. Du bist ja auch schon auf vielen Shows gewesen. Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Wie ist die Begegnung entstanden? Also Anja kannte ich schon, da war sie noch bei Mercedes-Benz Direkt, also hier vorne am Sandburger Tor und begleite sie eigentlich schon von Anfang an. Bin ich auch Gast auf ihren Shows, darf ich auch Gast sein und sie inspiriert mich immer wieder. Also es ist tolle Mode, es wird nie langweilig und ich bin unglaubliche ganz Strahlkraft und Frau ist einfach unglaublich. Die ist der Wahnsinn und ich bin gespannt auf heute. Wunderbar, der Strand liegt unter dem Asphalt. Ich danke dir. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir wieder zwei reizende Damen, zwei Moderatoren oder eine? Sie sind Frau Diana Schell von welchem Sender? HSE. HSE. Und Sie bitte? Ich bin die Assistentin. Ja, die Assistentin. Immer bei mir. So, Sie hatten eben gerade auch den Namen Judith Williams ins Spiel gebracht. Kooperieren Sie, wie sieht es da aus? Wir sind Kolleginnen und zwar bei dem Sender HSE. Ja. Und Sie als große Fashion Queen, ich genauso. Also genau da sieht man mich auch jeden Tag. Welche Produkte werden dort vertrieben? Sind es die Produkte von Judith Williams selber oder auch Ihre? Viel mehr. Ja, meine kommenden in Spe, kann ich nur sagen. Ja. Aber wir haben große Fashion-Kooperationen dort und Judith Williams ist eine von wirklich vielen Marken. Es geht um Beauty-Mode, um wirklich alles. Das ist richtig schön. Mal reinschauen, kennst du gar nicht. Doch, also bei diesen TV-Kanälen nicht ganz so. Vielleicht bin ich bald auch selber dabei und dann kaufe ich und präsentiere ich doch was als charmanter Herr. Und Sie assistieren, was sind denn so Ihre Kernaufgaben? Ja, meine Kernaufgaben sind die Begleitung von Diana zu Shows. Rücken. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, gerade bei vielen Terminen und so kann ich auf sie einfach. Aber nicht vor der Kamera dann, oder? Ja, so dahinter, aber manchmal eben auch davor wie jetzt. In welcher Verbindung stehen Sie zu Frau Gockel? Heute ist ja Ihr Jubiläum. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wenn Sie da kurz Grüße vielleicht. Also, ja, sehr gerne. Das haben wir gestern schon persönlich übergeben. Und Anja Gockel kenne ich schon eine ganze Weile persönlich und habe mich so gefreut, diese Einladung gerade zu diesem Jubiläum zu bekommen. Und deswegen war es klar, dass wir hier erscheinen. Und es ist auch sicherlich nicht die erste Mondschau. Sind Sie heute zum ersten Mal auch dabei? Ich bin das erste Mal dabei, das habe ich mir fast gedacht. Ja, genau. Aber Sie sind schon länger dabei. Ja, ne? Absolut. Ja. Und wir haben heute auch noch ein paar Termine. Es ist ein wahnsinnig spannender Tag. Ja. Gestern angereist, gestern schon die ersten Termine. Heute geht es bis abends zu Michal Schewski nachher noch in einen Secret Garden. Ja, wahnsinnig schön. Ja. Also wir haben tolle Shows,
die jetzt kommen. Und ich freue mich jetzt auf die Anja Gorkel Show. Genau, und damit freuen wir uns jetzt zusammen und schauen uns jetzt mal die Show an. Ja? Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir wieder einen extraordinary Guest hier. Die Dame, wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Sarah Zetges und ich bin auch Designerin, Brillendesignerin, Illustratorin und habe einen Verlag für Kinderbücher und Pappebücher, aber auch im Digitalbereich. Also wir machen digitale Verlängerungen, Hologramme, arbeiten in Potsdam-Babelsberg mit den Studios zusammen und ich habe jetzt gerade ein Buch mit Rolf Zukowski rausgebracht. Genau. Das ist aber eine Referenz. Ja. Sagen Sie mal, fangen wir doch mal an mit dem Outfit. Das ist ja so wunderschön extraordinary, sagte ich. Haben Sie das selber entworfen? Ja? Tatsächlich habe ich das selber entworfen. Das ist ein nachempfunden, ein 20er Jahre Kokon Seiden, also es ist tatsächlich Wildseide, habe ich zusammen mit einer anderen Schneiderin entworfen und wie man sieht, ich mag die 20er Jahre und lasse mich davon halt gerne inspirieren. Heute ist 25-jähriges Jubiläum von Anja Gockel. In welcher Verbindung stehen Sie? Kennen Sie sich schon von früher oder haben Sie andere Shows gesehen? Ja? Also ich bin seit Jahren tatsächlich bei Anja auf den Shows, also eigentlich jedes Jahr im Sommer war ich immer dabei gewesen und freue mich, dass es endlich wieder richtig stattfindet mit echten Menschen und auch in Berlin und in dieser wunderbaren Location. Und ich mag Anjas Kreationen. Die sind bunt, feminin und sozusagen auch dieses Zusammenhalt der Frauen. Also das finde ich immer eine ganz starke Message und das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Also ganz wunderbar, ich freue mich. Sie ist eine starke Frau. Der Strand liegt unter dem Asphalt. Was empfinden Sie denn dazu oder was würden Sie dazu sagen? Ja, dass die Schönheit halt überall liegt und die Schönheit sieht vielleicht manchmal nicht auf den ersten Blick. Also und wir man sehen sie einfach sehen manchmal sie, nicht. Ne? Genau, man sieht sie einfach manchmal nicht, aber eigentlich ist sie da. Mhm. So, und außerdem liegt der Schönheit sowieso immer im Auge des Betrachters, oder? Natürlich, ja. Ja, also von daher, eigentlich ist ja alles schön und jeder ist vor allem schön. Ja, dann freuen wir uns jetzt auf die Show. Ja, los geht's. Danke Ihnen für Ihr Statement. Ja, ja, vielen Dank, ciao. So, liebe Zuschauer, jetzt habe ich hier ein wahres Model, die Taina Rawolf. Du warst bei Germany's Next Topmodel. In welcher Staffel denn bitte? Das war schon ein bisschen länger her. Es war Staffel 11, 2016. Aber immer noch fresh. Ja, immer noch fresh, genau. Ich gehe jetzt aber oder bin jetzt eher in die schauspielerische Richtung gegangen. Ja, gibt es einen Film, irgendwas, was man schon ankündigen kann? Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre bei Der Lehrer mitgespielt, RTL. Ah, genau. Also Serien auch. Serie, genau. Also du hast du Management, dass die sagen, die wollen dich jetzt in verschiedenen privaten Sendern unterbringen, ja? Genau, ich habe eine Künstleragentur, die machen auch viel für Social Media und eben auch Schauspiel. Und sag ruhig welche, damit man dich buchen kann, wenn man dich jetzt gefällt mir Media, so heißt meine Agentur, also falls ihr mich buchen wollt. Und dann habe ich noch auch parallel Modelagenturen. Wo bist du denn kreativ unterwegs? Also Schauspiel, Modeln, gibt es da noch was, was du da... Ich bin auch Tänzerin. Na, siehst du, genau. Guck mal, das ganze Portfolio das mal ganze beschreiben. Das ganze Paket, genau. Ja, wunderbar. Was gibt es als nächstes? Möchtest du irgendwas avisieren, irgendwas ankündigen, was demnächst ansteht bei dir? Also tatsächlich habe ich einige Castings offen für Film und Fernsehen. Ich kann es nur noch nicht verraten, aber haltet die Augen auf, man wird mich auf der Leinwand sehen. Anja Gockel, wie bist du mit ihren Begegnungen gekommen und was möchtest du über sie sagen? Heute ist ihr Jubiläum. Ja, ach, Anja ist so ein Herzensmensch, wirklich. Also gestern. Ah ja, es geht los, Anja, entreiß dich. Alles klar? Okay, es geht weiter, alles klar. Trixi von Germany's Next Topmodel ehemalig, ja? Wir waren auch schon mal auf einer Fashion-Show und saßen zufällig nebeneinander. Ja. Welche Staffel war denn das damals? Staffel 13, 2018. Man hört ja immer wieder, dass sich viele Models dann von der Klum-Fraktion der Agentur trennen. Bist du denn noch dort oder bist du jetzt auch deinen Weg gegangen? Ich bin nicht mehr dort, aber ich bin im Guten auseinandergegangen. Das ist schön. Das ist schön. Welche Option gab es denn danach oder wo sind denn deine Richtungen, die du jetzt in Zukunft weitergehen wirst? Ganz viele Projekte. Ich mache auf jeden Fall auch Social Media und Modeln. Also von daher so ein Mix aus beiden ist einfach das Beste. Deine Verbindung zu Anja Gockel, hast du schon einige Shows von ihr gesehen? Ja, einige Shows. Wie ist deine Verbindung zu ihr? Ich finde, die Frau einfach hat so viel Power und hat so gute Sätze irgendwie drauf und redet immer sehr positiv und so weiter. Und ich finde, sie ist einfach ein sehr positiver Mensch. Das mag ich ja. Trixi, das soll mir reichen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Genieß die Show und wir freuen uns auf deine nächsten, sag ich mal, Performances. Ja, danke. Dankeschön. Tschüssi. Thank you.
So, Frau Kramer. Machen wir uns gleich hier, oder? Ja, wir haben uns gleich hier, aber gehen ein bisschen zur Seite, weil hier so viele Fotografen stehen und die Show ja auch gleich losgeht. Ah, wie aufregend. Darf ich Ihnen erstmal ein Kompliment machen? Ihr Kleid ist wunderschön. Dankeschön. Möchten Sie kurz was über das Kleid sagen? Ja, gerne. Na? Ich möchte was über das Kleid sagen. Es ist nämlich von Anja Gocklin. Was für ein das Zufall. Das habe ich mir nämlich gedacht und deswegen wollte ich, dass Sie das kurz ansprechen. Ja. Was gibt es denn Neues über Sie zu erfahren? Sie sind ja heute auch zum Jubiläum da. Was gibt es denn Schönes Neues von Ihnen? Ihre Pläne, Ihre Neuigkeiten vielleicht? Ich bin eine ganz glückliche Berlinerin, die sich freut, dass die Fashion Week wieder so ganz sachte auflebt nach den Corona-Monaten und wir schöne Shows und auch Partys erleben können, dass Anja wieder hier im Adlon ihre Show macht und ich die ganze Zeit auch während Corona gut durcharbeiten konnte, weil als Moderatorin habe ich viel umgestellt online und als Trainerin, Kommunikationstrainerin sind meine Coaching ganz normal weitergelaufen, was mich total gefreut hat. Auch digital oder hybrid? Ganz so analog? Viel analog, weil ich mache es ja im Fernsehstudio, da kann ich natürlich auch Abstand halten mit den Leuten, aber auch online und das wusste ja keiner vorher. Gerade wir Selbstständigen haben ja immer überlebt, ob wir überleben werden und da bin ich ganz froh, so gut durch die Runden gekommen zu sein. Wenn Sie noch mal was Persönliches über Anja Gocklin sagen würden, Ihre Freundschaft, Ihre Beziehung, ich glaube, zum Jubiläum wäre es doch ganz schön. Ich kenne Anja bestimmt schon fast 20 Jahre, ungefähr. Ich habe mal irgendwas moderiert, wo sie auch war, eine schöne Veranstaltung in Düsseldorf, das weiß ich noch. Und es war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Magic, also sie ist eine Powerfrau, sie hat einfach unheimlich viel Energie und ich schätze einfach, was sie macht und wie sie auch konstant bleibt mit ihrer Marke, mit ihrer Mode und das unterstütze ich gern jederzeit. Dann freue ich mich, dass das heute auch dokumentiert ist und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag mit uns. Dankeschön. Und dann eben halt die neue Show. Ja, ich bin ganz gespannt. Ja, der Strand liegt unter dem Asphalt. Danke. Dankeschön fürs Interview. Ja, wunderschöne, attraktive Gäste. Man spürt die Power hier und überall. Man kann eigentlich in jede Richtung. Hier Jenny Elvers. Und eine Armada an Fotografen. Ich denke, das wird sich hier noch ein bisschen hinauszögern. Einen ganz kurzen O-Ton. Ja. Welche Staffel war denn das noch bei Germany's Next Topmodel? Ich war in der 13. Staffel, 2018 mit dabei. Du warst ja mal so lustig, so knuffig, du warst so richtig, also da war gleich so die Sympathie, die übergeschwungen ist. Wie ist die Reise weitergegangen bei dir? Hast du dir dein Temperament bewahrt, deine Lebensfreude? Ja, auf jeden Fall. Also Lebensfreude ist immer noch da. Ja. Und ansonsten hat sich mein Leben wirklich komplett verändert. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ja. Und mal gucken, was noch auf mich zukommt. Ja, bist du denn weiter jetzt aktiv Model oder bist du jetzt als Schauspieler, als Charakter? Genau. Also tatsächlich, sofort nach Germany's Next Topmodel habe ich gesagt, ich werde das mit dem Model nicht weitermachen. Ach so. Und bin eher in die Richtung Moderation gegangen. Natürlich bin ich auf Social Media aktiv, genau. Und sehr beliebt bestimmt auch. Dankeschön. Können wir deine Followeranzahl mal wissen? 300.000. Das ist schon mal. So, Anja Gockel, woher kennst du sie? Wie hast du sie erlebt? Bist du für sie schon vielleicht sogar gelaufen? Tatsächlich bin ich nicht für Anja Gocke gelaufen, aber ich bin wirklich jedes Jahr hier, sitze und bestaune ihre Mode. Klasse. Ja. Dann freue ich mich jetzt auf die Show mit ich dir mich auch. Und genieße es. Ja, danke schön, ebenso. Danke. Ja, liebe Zuschauer, so langsam füllen sich hier die Plätze im Hotel Adlon Kempinski und Blitzlichtgewitter, viele Prominente. Und wir warten jetzt einfach mal ab, denn jetzt soll gleich die Show starten und es ist denkbar ungünstig, hier weitere Stimmen einzufangen, aber nach der Show werden ja die Emotionen besonders hoch sein und dann freuen wir uns natürlich, weitere Stimmen für Sie zu generieren. We'll be right back.
Frau Gockel, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum, 25-jähriges Jubiläum. Der Direktor vom Adlon hatte gleich hinzuzufügen, nächstes Jahr feiert das Adlon 25-jähriges Jubiläum. Wie sind jetzt Ihre Eindrücke rückwirkend, Retrospektive? Gab es so viele Synergien? Wie haben Sie diesen Erfolg 25 Jahre generiert? Ich habe den Erfolg dadurch generiert, dass ich mit Leidenschaft meinen Job mache als Modedesigner und ein großartiges Team im Hintergrund habe und hier an diesem wundervollen Ort so viele Freunde gefunden habe, die das gemeinsam mit mir aufgebaut haben. Sie haben ein starkes Team, Sie haben die Messlatte auch wieder hochgelegt. Ihre Leitmotive sind stark, Ihre Mode ist hochwertig und auch die Models machen eine Performance, die ihresgleichen sucht. Das ist ja Artistik, Akrobatik, darstellende Kunst. Nochmal was vielleicht zu dem Team zu sagen vielleicht. Ja, also nur als Team schafft man was Neues. Ja. Und meines Wissens ist das noch nie so in der Mode passiert, dass man wirklich Künstler und Tänzer in die Show selbst mit reingebracht hat. Und das ist meine Idee. Schönheit hat da nicht einen Anfang und da ein Ende, sondern Schönheit kreiert alles gemeinsam. Vielen Dank fürs Interview. Danke Ihnen auch. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, Ihr Jubiläum. Liebe Zuschauer, meiner Seite der geschäftsführende Direktor vom Hotel Adlon Kempinski, Herr Michael Sorgenfrei. Ich grüße Sie recht herzlich. Grüße Sie auch, schönen guten Abend. Ja, heute, 25-jähriges Jubiläum, Anja Gockel zum 10. Mal. Sie waren vollen Lobes, voller Ehrung. Was würden Sie ihr gerne nochmal sagen zum 25-jährigen Jubiläum? Naja, wie gesagt, also beglückwünschen zu 25 Jahren, vor allen Dingen auch in dieser Zeit, weiter dazu machen, wo sie auch nicht aufgehört hat, sondern noch weitere 25 Jahre. Vor allem die Kooperation auch mit dem Hotel Adlon. Wir freuen uns sehr, dass wir so gut mit ihr zusammenarbeiten, mit ihrem Team, unser Team. Das ist schon fast wie so eine Symbiose. Und wenn man sich das überlegt, in diesen Zeiten eben solche Veranstaltungen jetzt auch durchzuführen, ist schon fast ein bisschen surreal, aber es ist real. Aber es geht wieder los und Sie feiern ja auch Ihr 25-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr. Bitte, wenn Sie dazu auch noch kurz was sagen würden. Ja, das Adlon, 25 Jahre, toll. 1997 die Wiedereröffnung des Hotel Adlon. Im nächsten Jahr dann 25, auch für uns eine ganz besondere, ein besonderes Fest, wo wir hinfiebern, wo wir alles jetzt auch vorbereiten und natürlich auch hoffen, dass es auch möglich ist und dass vor allen Dingen eben auch die Situation bald sich so gebessert hat, dass wir uns alle drauf freuen können. Während der Corona-Zeit hatten Sie auch eine wunderschöne digitale Inszenierung von Frau Gockel. Ja. Das war ja schon fast ein Kunstwerk. Das war Theater, das war darstellende Kunst. Ja. Können Sie sich sowas auch vorstellen für die Zukunft, einen Mehrwert zu bieten, auch vielleicht zum 25-jährigen Jubiläum, da nochmal so eine kleine Inszenierung zu machen? Glaube ich nicht. Also alles in Ehren mit der Digitalisierung und Technologie und Vorsprung. Aber das dann wieder analog? Ja, wir wollen schon gerne, dass in, also wirklich viele Veranstaltungen, am 23. August ist ja der eigentliche Geburtstag des Hotel Adlons. Also von daher haben wir da noch ein bisschen Zeit, um uns viele Dinge einfallen zu lassen. Letzter Satz, letzte Frage. Gibt es Umstrukturierungen bei Ihnen? Was hat sich nach der Corona-Zeit vielleicht weiterentwickelt? Gibt es irgendwas Neues, was Sie gerne über das Hotel vielleicht noch erwähnen wollen? Neuigkeiten, Veränderungen, etwas, was Ihnen vielleicht besonders noch wichtig ist? Ja, also wichtig ist, dass vor allen Dingen die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückkommen, gekommen sind. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil ohne die Mitarbeiter könnte ich das hier gar nicht, können wir das ja gar nicht bewerkstelligen. Von daher ein großes Lob an dieser Stelle an alle, die jetzt anderthalb Jahre wirklich eben durch diese Pandemie mit mir gegangen sind. Ja. Und jetzt gilt es wirklich, Augen nach vorne zu richten und uns wieder aufzustellen. An den, ich will mal sagen, die Basics ist das eine, aber wirklich eben das Adlon wieder auch für unsere Gäste weiterhin den Stern hochzuhalten, wie sich das auch für das schönste und beste Haus am Platz gehört. Herr Sorgenfrei, besser kann man es gar nicht sagen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wünsche Ihnen eine tolle Zeit und freue mich auf weitere Begegnungen bei Ihnen hier auch im Haus. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. An meiner Seite jetzt Florian Langscheid. Ich grüße Sie recht herzlich. Wir kennen uns bereits. Wir sind uns auf verschiedenen Veranstaltungen begegnet, damals beim Henry-Nannen-Preis vom Stern. Ich grüße Sie recht herzlich, Sie heute auch bei Frau Anja Gockel zum 25-jährigen Jubiläum. Bitte schön. Ich kann nur aus tiefstem Herzen gratulieren. Ich kenne mich ja besser aus mit Büchern als mit Mode, aber irgendwie, wir haben ja alle Augen. Und das, was wir hier gerade gesehen haben, ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, kann man sich selbst und Berlin und allen Menschen, insbesondere die Frauen, nicht machen. Ja. Das war so sinnlich, so geerdet, so heutig, ohne jetzt so Sache zu sein, die in einem Monat schon nicht mehr gültig ist. Es ist tragbar, trotzdem irgendwie innovativ, so viel Kreativität und Liebe und Menschlichkeit, wie sie da reinlegt, hat man auch in ihrer Rede gemerkt,
kann man nicht besser machen. Ich wünsche ihr tolle nächste 25 Jahre oder wie immer ihr es machen will. Es ist eine große Bereicherung der Modewelt in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Aber Sie werden mit Ihrer Frau wahrscheinlich auch noch einige Jahre weiter begleiten, nicht? Also so gesehen sind Sie auch noch mit dabei auf dieser Reise. Es ist einfach großartig, dass es Menschen wie Anja Gockel gibt. Ich weiß aus verschiedenen Zusammenhängen, dass sie auch über den Tellerrand der Mode rausschaut und wirklich Gutes bewegen möchte, abgeben möchte und so weiter. Und solche Menschen braucht es. Sie tragen ja einen großen Namen, Langscheid. Darf man fragen, ob Sie im operativen Geschäft mit dem Unternehmen noch verbunden sind oder ob Sie, Nein, nicht mehr. Das haben wir ganz neu strukturiert. Wir hatten ja viel dazugekauft, auch wieder verkauft und so weiter. Ich schreibe momentan Bücher, die oft auch zu Bestseller werden, über Glück. Deswegen bin ich ja richtig über Optimismus. Das letzte Buch war ein kleines Wörterbuch für Optimistinnen. Ja. Und solche Mode zu sehen, von solchen Menschen präsentiert, auch die Vorführung fand ich großartig mit den Tänzerinnen. Mal raus aus dem langweiligen Gestus. Das ist Grund für Optimismus. Es gibt ja auch den Club der Optimisten, das wissen Sie ja auch sicherlich. Da habe ich auch schon mal geredet über Optimismus. Glück und Optimismus ist mein Thema seit über 40 Jahren, seit dem ersten Studium. Das war Philosophie, nicht Mode. Aber wenn sowas sieht wie hier, dann würde man fast auch in die Mode gehen wollen. Gibt es denn eine schöne Anekdote, die Sie vielleicht noch zum Besten geben und zum Abschluss? Gerade wie man zum Optimisten wird oder was einen eigentlich einen Optimisten ausmacht? Was ist da so? Ich würde sagen, da gibt es ganz viele Wege hin. Einstein hat gesagt, eines der Wege zum Glück ist aufhören zu jammern. Wir lieben ja das Jammern, aber das macht einen nicht glücklich. Ich würde hinzufügen, einfach Dankbarkeit. Menschen, die nicht fähig sind, dankbar zu sein für ihre Eltern, für ihre Kinder, für ihre Tätigkeit, für ihren Partner, für Gesundheit und so weiter. Die haben es sehr viel schwieriger mit dem Glück und mit Optimismus als Leute, die das können und immer wieder tief empfinden. Vor allem auch das kleine Glück zu erkennen und auch natürlich das tiefe Glück, das Familienglück, was ja eigentlich auch so die Basis ist von allem, nicht? Ich habe gerade gelesen, dass Frau Gockel 4 Kinder hat. Das freue mich natürlich dann nochmal mehr. Ja, gibt es noch was Schönes, dass Sie zum Schluss vielleicht noch avisieren Ihre Bücher? Bitte weitermachen, Anja. Das ist einzigartig. Ich danke Ihnen, Herr Langscheid. So we are just on air. Yeah. So ladies and gentlemen, I proudly present Mr. Mark Baker. Mark Baker from Los Angeles. That's right. What a great honor for me. No, the honor's mine, please. Yeah. Oh, thank you, you're so polite. Just let me ask you one question. Are you involved in this event? And would you like to explain us the context of why you're here and what you... I think everything in today's world, everything is fashion. If you develop a product, if you develop a car, I see if you develop anything, it's all about fashion in today's world. Even if Coca-Cola, you develop fashion. Yeah, yeah. It's important. Design is everything in today's world. Yeah. And so I have a lot of clients and they work with different designers. And what industry, what field? Fashion. Fashion. Entertainment. And they'll hate me to say it, but museums as well. Museums as well. Museums. This is classic. This is tradition. Tradition meets a modern. That's wonderful. Yeah. But the museums are a little alte Schule, so they're a little more conservative. Yeah. But for me, the entertainment companies, they want to have, if they have a movie coming out and it's tied together with fashion, they want to be on the runway. They want to tie it together. They want to cross promote. Today, everything's all one big happy family. But this was all in general. Would you like to be or get more in the details? It's better if I stay allgemein. Allgemein, okay. So you just live here for a short time? For the event? Or? No, I'm here half the time and I'm in Los Angeles in the U.S. half great. The time, in Berlin. Why Berlin? Because of the greatest events we have here, like Berlinale. The greatest city in the world. Really? Greatest city in the world. Over 150 museums and galleries here. That's why you're here, Movie business, motion pictures, entertainment, fashion. I mean, what's there not to like? Could you announce anything you're doing? No. One of your products? You're definitely really not. Undercover I really, here, yes? I have to be. With clients that are verklempt, good German word, they don't want me to say anything. Okay, but then I just offer you, I give you my business card. That would be great. We can that stay would be great. In touch. I would love to. Your sympathy, your empathy is so great. I would love to. Your aura is so nice. And you are one of the international guests here, international. So it's really exciting to know about great. You.
I would love to. We can just stay in touch. Go forward and see in the future. That would be great. To see each other again. Thank you so much. Thank you. So, liebe Zuschauer, darf ich mich mal kurz in Ihre Mitte gesellen? Ich habe dieses tolle Paar, dieses wirklich attraktive Paar, bitte, wenn Sie in die Kamera schauen würden, vorhin entdeckt, Sie haben so ein wunderschönes Kleid. Und ich habe auch gefragt, in welcher Verbindung Sie zu Frau Gocke stehen. Zu Ihnen komme ich gleich auch noch. Ja. Bitte schön. Also wir sind immer gerne bei der Show von sind immer gerne bei der Show von Anja Gockel und jetzt ist die Jubiläumsshow zum 10. Mal und hier im Adlon einfach fantastisch, immer wieder eine tolle Show. Also Sie sind Fans und sind Dauergäste. Absolut. Und absolut. Sie auch bitte? Natürlich. Ja. Ich trage Anja Gockel. Ah, das habe ich mir nicht gedacht. Diese Farbenkraft, das konnte ja nur von Frau Gockel sein. Genau, das kann nur von Frau Gockel sein, genau. Sie sind sich persönlich auch bekannt, wenn man so bleibt. Ja, natürlich. Ach, wunderbar. Ich habe nach dem Namen noch nicht gefragt. Sie sind Frau? Brömme. Brömmel. Brömme. Brömme. Ja, Bernd Brömme. Bernd Brömme. Ja. Und jetzt hier, kennen Sie sich zu viert? Ja? Dann darf ich noch mal fragen, wie Sie heißen, bitte. Lydia Campus, die Mama von Claudia Campus. So, und dann bitte geben Sie was zum Besten für Anja Gocke zum 25. Jubiläum. Ja, also wir... Mach du erst, Liebe Anja, das Maximum ist erreicht. Heute Nachmittag schon, das gelbe Outfit hat mir am besten gefallen. Heute Abend das Petrol und das Geilste natürlich, die ganze Artistik. Also es war ja keine normale Show, es war mit Artistik, es war Kunst und das hat kein anderer gemacht. Deswegen die schönste Fashion-Show bisher und ich denke mal, das ist nicht mehr zu toppen. Und das Allerschönste an diesem Abend für mich ist, dass ich jetzt endlich auch berühmt werde, weil ich bin bei Artist TV. Bitteschön. Sie sind Profi und die Mutter vielleicht noch mal. Ja, also ich, Also ich liebe Anja Gockel, nicht nur ihre Mode, sondern ich liebe sie als Person. Dieses Durchhaltevermögen, was sie hat und diese Power, die sie hat und diese Offenheit, die sie hat, eben auch mal eine andere Show zu wagen. Ich finde es fantastisch. Anja, und ich wünsche dir alles, alles Gute auf die nächsten 25 Jahre. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Noch einen Kommentar. Dazu muss ich auch noch mal was sagen. Anja, ich finde es großartig, dass du einfach die Kunst mit einbezogen hast. Vielen Dank dafür, dass du an die Künstler denkst. Es war großartig wie immer. Herzlichen Dank. Alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Wir sind immer bei dir. Wir haben dich lieb. Tschüss. Ich danke Ihnen. Wow, jetzt Miss Next Topmodel 2018, die Staffel Undercover. Ich habe dich mit der Maske natürlich nicht gleich erkannt. Ja, nee, alles gut. Wie hast du die Show heute empfunden? Ich glaube, du kanntest einige Models, die da heute auf dem Catwalk waren, ja, ne? Ja, zwei kannte ich. Und also ich, mega. Ich weiß nicht, ob man mich in der ersten Reihe die ganze Zeit gehört hat. Ich war so laut. Ich habe die ganze Zeit Wu geschrien und geklatscht. Warum bist du denn heute nicht gelaufen? Du siehst ja so genial. Ich bin keine Tänzerin, deswegen. So, ja. Ich glaube, ich wäre hier einfach nur gelaufen und wieder zurück. Aber nee, die haben auf jeden Fall ein mega Show. Aber Anja Gockel legt die Messlatte ganz schön weit hoch, ja, für die Models. Mega. Ne? Ja, Körperbeherrschung, cool. Artistik, Akrobatik. Ja. Mhm. Das ist ja ein ganz anderes Level jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal, als ich für Anja gelaufen bin, sind wir barfuß gelaufen, hatten so Glitzer am Fuß und mussten so auf Zehenspitzen. Ja, ja. Also sie hat immer irgendwas, was anders ist und was man sonst nicht auf den anderen Laufstegen sieht. Und das feiere ich an ihr. Also du, ich kann dich heute auch nur feiern mit deinem Kleid. Was machst du denn aktuell jetzt? Was darf man über dich erfahren? Ja, ich model immer noch. Ich studiere, bin bald fertig mit meinem Studium. Ja. Und ja, hier und da wird man mich auf jeden Fall bald sehen noch. Heute ist 25-jähriges Jubiläum für Anja Gockel. Hast du einen schönen Gruß? Was findest du an ihr toll? Was ist mit der Mode? Was verbindet euch? Ich finde toll an Anja Gockel, dass sie das, was sie fühlt und das, was sie inspiriert, auch auf ihre Mode überträgt. Mhm. Und man sieht das in jedem einzelnen Teil. Und vor allem der Aspekt des Woman Empowerment feiere ich einfach total. Und deswegen, ich liebe ihre Mode, ich liebe Anja und liebe Grüße. Schöne Schlussworte. Dann wünschen wir uns noch einen schönen Abend. Danke. Genießen Sie und feiern schön mit Anja Gockel. Danke. Danke. So, liebe Zuschauer, zu einer großen Show, da dürfen die Influencer ja auch nicht fehlen. Und du bist die? Vanessa Prinz, hallo. Vanessa Prinz, also was für ein edler Name auch noch. Dankeschön. Darf man fragen, auf welchen Foren, auf welchen sozialen Plattformen du unterwegs bist? Tatsächlich eigentlich kaum noch auf Facebook, eigentlich hauptsächlich Instagram. Instagram. Das ist so meine Plattform. Darf man fragen, wie viele Follower? 92.000. 92.000, aber bist du ja schon gut dabei, ne? Naja, also ich bin eigentlich ein kleiner Influencer, wenn man es so betrachtet. Aber kann schnell nach oben gehen. Und das ist schon mal eine gute Hausnummer. Und eine kritische Masse muss man ja erstmal erreichen. Und 92.000 ist super. In welchem Kontext bist du denn heute hier? War es dir besonders wichtig, über die Show zu berichten? Auch heute das Jubiläum von Anja Gockel? Also ich war jetzt schon bei den letzten 4 Shows von Anja Gockel. Und ich bin wirklich ein riesen Modefan. Und das sieht man auch, wenn man meine Seite besucht. Ja. Da sieht man hauptsächlich Fashion. Also es ist sehr modelastig.
Dementsprechend wurde ich dann schon häufiger zu Shows eingeladen und mir ist die Mode sehr wichtig, aber auch das Connecten mit anderen natürlich. Ich finde es auch super schön jetzt nach, Netzwerken, aber ich finde es auch super schön jetzt nach dieser ganzen Durststrecke in mal wieder analoge Treffen, genau. Ja, wobei die digitale Show von Anja Gockel war ja auch unglaublich. Auch so schön, ne? Ja. Also halt richtig von der Kunst her, von der Darstellung, die Models, das waren ja alles schon Charaktere und Schauspieler. Ja, ne? Stimmt. Du hast ja heute auch einen ganz schönen Look, darf man fragen, ist das eine Eigenkreation oder welcher Designer ist das? Das ist auch tatsächlich Anja Gockel, allerdings muss ich dazu sagen, es ist einige Nummern zu groß. Ich bin verharrt drauf gewesen, dass ich dieses Outfit trage. Wie bekommt man denn das Privileg von Anja Gockel sozusagen, das zu tragen? Also ich wurde halt eingeladen. Und dann auch mit so der Einladung quasi. Gestern war ja die Preview. Ja, ja. Das heißt, da kriegt man schon so einen kleinen Sneak Peek zu sehen von der Kollektion. Es werden ein paar Worte dazu gesagt und man darf sich natürlich für die Show dann ein passendes Outfit aussuchen. Aber ich muss auch sagen, dass es mir aufgrund deines Outfits wirklich aufgefallen ist. Und die Fotografen haben es ja genauso gesehen. Ja. Und dementsprechend wollte man dann wissen, hat man es hier mit einer prominenten Dame zu tun? Aber du bist eine aufstrebende Influencerin und ich wünsche dir viel, viel Dankeschön. Erfolg und Glück. Wenn du mir nochmal sagst, wie dein Name ist, dass man dich auch auf Instagram findet. Ja klar, gerne. Vanessa Prinz. Vanessa Prinz? Genau. Also so also Unterstrich Prinz oder irgendwas? Auf Instagram heiße ich Vanerazzi. Das kommt von Paparazzi. Ah. Weil mich mein Stiefpapa immer Vanerazzi genannt hat, weil ich alles fotografiert habe. Das wollte ich nämlich wissen, wie man dich auf Instagram findet. Wunderbar. Also Vanerazzi. Und du bist also Fashion-Bloggerin. Kann man das auch so ausschließlich? Nein. Also dadurch, dass ich auch durchs TV bekannt wurde... Durch welche Serie, durch welches Medium? Ich habe 2019 beim Bachelor teilgenommen. Beim Bachelor? Ja, beim Bachelor. Oh mein Gott, welcher Bachelor war denn das? André Mangold. Okay, okay. Und ich habe letztes Jahr für 3 Monate bei Köln 50667 mitgespielt als Darstellerin. Ja. Also dadurch habe ich natürlich auch ein breit gefächertes Publikum. Ja. Also es sind nicht alle nur Mode interessiert, aber mich persönlich interessiert Mode einfach sehr. Deswegen findet man auf meinem Kanal sehr viel über Mode, aber auch aus meinem Alltag viel. Also ich nehme in der Story die Menschen mit. Gibt es denn bald eine Serie, irgendwas wieder, wo du mitspielst? Also kannst du schon was ankündigen? Nee, kann ich nicht. Noch nicht, aber es kommt was. Kann ich auch nicht versprechen, das werden wir sehen. Aber ich möchte das Schauspiel auf jeden Fall ausbauen. Okay, Vanerazzi, wir bleiben dran. Den Namen finde ich übrigens super lustig. Ich werde dich auch auf Instagram adden, der Herr da auch. Und dann hast du noch 2 Fans mehr und dann hoffen wir, dass du in weiteren Shows vorkommst. Ja, ne? Cool. Danke. Hoffe ich auch, danke. Ja, liebe Zuschauer, wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich mal ganz offen auf Menschen zugehe. Und ich versuche jetzt einfach mal, klopf, klopf, klopf. Ja, hallöchen. Ihr beiden, ihr 4 Erscheinungen, sag mal, seid ihr hier auch in der Show heute involviert gewesen? Wenn du mal in die Kamera guckst, wer bist du denn bitte? Nein, ich bin Sivamantik, ich bin Stylist, unter anderem für Shazanda und Make-up-Artist und bin hier heute eingeladen als Gast. Wow, sag mal, dann ist das aber auch schon ein Ritterschlag und dann würdest du auch sagen, das Level hier ist auch besonders hoch, ja? Ja, ich bin jedes Jahr gerne auf der Show von Anja Gockel, weil ich die Leute hier mag und auch die Veranstaltung an für sich ist immer sehr gut ausgelegt. Auch der Wintergarten, die Gastronomie, sie macht es auf jeden Fall sehr gut. Wenn du mal deine Freunde hier introducen würdest, wer ist denn das bitteschön? Ja. Wir haben uns gestern erst, vorgestern. Gestern erst kennengelernt. Nein, vorgestern bei der Opening von der. Bist du Model, wenn ich fragen darf? Also ich bin Model, aber gerade bin ich hier als Botschafterin für das Valeur Magazin. Ah, schön. Wir setzen nämlich sehr auf Nachhaltigkeit, auf Storytelling und auf den Menschen hinter der Kollektion. Und das vermittelt Anja Gockel sehr, sehr gut. Deswegen, das wollte ich sagen, wo ist die Schnittmenge? Wunderbar, genau. Ja. Da ist die Schnittmenge. Das heißt, ihr seid ein Magazin und ihr wollt eben halt gerade die Designer sozusagen promoten, die eben halt mit nachhaltiger Mode unterwegs sind oder ist das, wie würdest du das allgemein nochmal beschreiben? Also wir wollen eben die Menschen auf emotionaler Ebene wieder näher zusammenbringen und so finden wir das natürlich toll und arbeiten gerne mit Designern wie Anja Gockel zusammen, die das gleiche Mindset haben wie wir, aber unser letztendliches Ziel ist es, wirklich die Masse darauf aufmerksam zu machen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema der modernen Kultur ist. Wie heißt euer Medium nochmal bitte? Valeur Magazin. Ist das jetzt Print oder auch digital, dass man das auch schnell findet? Ja. Das ist digital, genau. Ja. Das ist übrigens meine Assistentin. Ja, dein Name bitte nochmal, damit ich dich ja auch hier nochmal richtig einladen, introducen. Maya Andrews ist mein Name. Maya? Maya Andrews. Andrews, sorry, im Hintergrund die Musik. Dann bist du die Assistentin namens? Genau, Betty. Betty. Du, ich habe heute mehrere Assistentinnen interviewt. Das sind eigentlich die Leute, die euch den Rücken frei halten, richtig?
Ja, also ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass sie meine Assistentin ist, sondern wir arbeiten schon auf Augenhöhe. Genau. Entschuldigung bitte, welchen Bereich hast du denn im operativen Bereich? Ich bin nur Praktikantin beim Ballermagazin, okay. Genau. Also fängt man ja an. Ja. Und genau. Daneben? Das ist mein netter Freund, der Benedikt. Der Freund, der? Benedikt, also nicht der feste Freund, nicht falsch verstehen. Ach so, nicht falsch verstehen. Benedikt, aber du bist ja auch sehr Mode unterwegs, also das sieht man ja sehr fashion-affin heute hier. Ja, selbstverständlich, ja? Nicht. Ja, also ich bin also mehr eigentlich der allgemeine Reporter, der eben halt viele Anlässe, aber nicht nur Mode speziell. Bist du auch in diesem Team drin, involviert hier? Ich gehöre im Prinzip zur Familie. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Familie, aber jetzt beruflich, sag ich mal, auch zusammen, oder? Ich mache Brandmanagement, also beruflich haben wir nicht viel zu tun. Aber wir haben uns auf der Show kennengelernt, ja. Und ich gehöre zur Familie von Anja Gockel. Welche Brands sind denn das? Sind das bekannte Brands oder baust du Brands auf? Was sie wollen. Was sie wollen. Also es kommt darauf an, wofür sie mich haben wollen. Ich kann natürlich eine Marke übernehmen und weiterführen. Allerdings könnte ich sozusagen, wenn das Studium vorbei ist, auch eine neue Marke natürlich neu. Wie finden wir dich? Finden wir dich bei Instagram oder wo würde man dich denn dann finden, wenn man dich wirklich deine Leistung buchen möchte? Sie finden mich, wenn ich groß geworden bin. Ah, okay. Gut, dann muss ich hier über das Medium gehen und dann den Freundeskreis zusammen erschließen. Ne? Also du bist ein Unikum, toll, also wirklich. Darf man fragen, was die anderen Modemarken, was du da jetzt aktuell mit gestaltest? Also ich bin bei Jezanne, das Stylist, auch in Paris. Und jetzt auch nach der Fashion Week in Paris. Auch mit Gaultier oder? Ne, bei Jezanne bin ich auf der Show und mache ein Styling mit. Dann habe ich für die Werbespots 2018 für Balenciaga gemacht in New York. Ja. Also es war wirklich schön, euch kennenzulernen. Die Mode von Anja Gockel heute, hat euch das inspiriert? Würdest du da noch was zu sagen? Ja, ich habe tatsächlich gerade ein Outfit von Anja Gockel an, von der aktuellen Sommerkollektion. Hat sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm zu tragen. Das kann ich sagen. Man merkt, dass es gute Materialien sind. Und ich finde, das Outfit gerade zeichnet auch Anja Gockel aus. Gerade auch mit ihrem Kooperationspartner mit der Sonnenbrille. Sehr minimalistisch gehalten, aber mit kleinen Highlights. Toll, ich sehe schon, du nimmst das heute mit. Ja, ich versuch's. Nein, Spaß. Ich danke dir. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier nochmal an dem Stand von Hies Optik und möchten die beiden Inhaber, das Ehepaar Hies, jetzt auch ganz kurz mal vorstellen. Ja, liebe Zuschauer, angeschlossen zu dieser Fashion Show ist ja auch ein Pop-Up-Store hier und ich begrüße das Ehepaar Hies. Ich grüße Sie, Frau Hies, bitte mit Vornamen nochmal. Mein Vorname ist Petra. Petra Hies und? Stefan Hies, ja. Stefan Hies, wir sind jetzt hier an Ihrem Laden und an Ihrem Stand. Und der Pop-Up-Store, genau. Ihren Pop-Up-Store. Ja. Kleine Auswahl. Wenn Sie mal ganz kurz Berlin. Ja, ach so. Wenn Sie mal ganz kurz beschreiben würden, wie es zu dieser Kooperation mit Frau Gockel kam und was Sie heute auch in der Show mit präsentiert haben. Muss ich gerade mal einen Moment Revue passieren lassen. Wie viel Show ist das? Die achte Show sogar, ja. Und in der ersten Show bei Anja Gockel hier im Adlon das erste Mal vertreten, ja. Und haben das dann mit ihr auch zusammen erlebt. Konzipiert auch, ne? Ja, genau. Erlebt, wie das Ganze gewachsen ist, ja. Wie aus dieser Show am Anfang jetzt so eine tolle Geschichte geworden ist, wie wir sie heute gesehen haben. Ja, haben Sie denn auch neues Zielpublikum generiert? Ich denke mal schon, nicht? Durch die Show. Dadurch, dass wir unsere gewohnte Region verlassen haben und uns das erweitert haben, also auf ganz viele neue Kontakte über die Jahre hier in Berlin. Es sind Freundschaften entstanden. Ich freue mich immer wieder hier zu sein und auch Kunden und Freunde, das beides mittlerweile auch hier zu begrüßen. Und ich kann zu der Kollektion Frauen der Frau Gockel sagen, dass wir uns immer wahnsinnig ergänzen. Wenn Sie die Brillenmodelle betrachten und die Mode, ist es immer in der gleichen Farbfamilie. Die Materialien sind ähnlich hochwertig, die Formen. Es entwickelt sich auch immer weiter, die Sprache. Man geht einen gemeinsamen Weg und lernt eine gemeinsame Sprache und ich bin sehr dankbar für diese Zeit, wie sich das entwickelt hat. Gehen Sie auch weitere strategische Wege oder ist das jetzt eigentlich wirklich mal so ein Ausflug in die Fashion-Show-Welt oder ist beim Marketing, wie Sie sich strategisch ausrichten im Jahr, sind da auch noch andere tolle Ideen? Also wir haben mit Sicherheit noch andere weitere Ideen, die jetzt noch im Verborgenen schon bearbeitet und ergänzend dann für die Zukunft auf den Markt kommen. Ja. Davon will ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber ich weiß,
Es wird eine Bombensache sein, weil es mit Menschen verbunden ist, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Das ist immer gut. Und wir haben ja auch ein Model, wenn Sie das mal ganz kurz präsentieren würden, das Model und auch die Brille und vielleicht auch diese Kollektion. Wer wäre denn von Ihnen mal so nett, kurzes Model herbeizurufen und mal kurz eine kleine Beschreibung zu machen? Bitte erzählen Sie noch mal was über das Model und dieses Produkt jetzt hier mit der Krone. Ja, ich finde, unsere Brillen sind für alle Altersgruppen geeignet und deshalb haben wir auch junge und fesche Leute mit dabei, um zu zeigen, was möglich ist und die Unterschiedlichkeiten in der Jugend und im Alter auch zu zeigen und dass wir alle sehr attraktiv aussehen können. Und für mich ist die Brille eines der nützlichsten Accessoires neben der Handtasche, weil sie gibt mir den Schutz vor der Sonne und sieht aber auch ein bisschen nach High Society jetzt aus, nicht? Fühlst du dich auch wohl hinter der Brille so? Total. Also ich finde die Brille wahnsinnig toll. Ich habe die gesehen, habe mich sofort drin verliebt. Sitzt wie angegossen. Gehört sie dir schon oder ist sie erstmal nur? Noch nicht. Muss man verhandeln, ja? Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Bild rüberkommt, aber hier in live kann man auch immer die Augen sehen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es nicht total den Blick auf den Menschen dahinter verwirrt. Das ist aber schon eine Brille für den gehobenen, sag ich mal, Anspruch, nicht? Kann man schon sagen. Nicht, ja? Ja. Mit den ganzen anderen großen Designern, nicht? Wenn Sie mal, Herr Hies, mal ein bisschen auf ein paar Kollektionen hier mal kurz noch mal vorstellen würden, ja? Wir machen mal den Platz frei. Wenn der Kameramann mal ein bisschen hier drauf halten würde, ja? Wenn ich mir jetzt sowas zum Beispiel anschaue, das sind das Modelle, die von Anja Gockel mit auf der Show gelaufen sind. Wir haben da einfach Wert drauf gelegt, dass wir ein Produkt haben, was erstmal sehr leicht ist, flexibel ist und das Eleganz mit ein bisschen Urbanem zusammenkommt. Diese Ränder sind im 3D-Druck in einer Qualität gedruckt, dass man dieses Urbane noch sieht. Und das ist ganz bewusst so gemacht, um dieses Spannungsfeld zwischen Eleganz, hochwertigen Gläsern, hochwertiger Materialausstattung wie Titan und diese Erdigkeit zu haben. Das ist ein Tragegefühl, das unheimlich leicht ist. Setzen Sie es doch einfach mal auf. Ja, gerne. Auch die Gläser geben. Besonderes Gefühl. Sehr leicht, sehr elastisch diese Brille auch. Ja. Und vor allen Dingen wirkt sie auch sehr stabil. Ja, einmal das, aber auch die Glasfarbe hat so das Gefühl von Frische, Freude und Wohlfühl. Die Glasfarbe ist wunderschön, also richtig Chill-Out-Gefühl. Ja, genau. Da gehört noch ein Cocktail dazu und dann ist alles fertig. Ich weiß gar nicht, ob die mir steht. Herr Hies, sagen Sie noch ein bisschen was über die anderen Brillen. Die goldene fällt mir hier gleich besonders auf. Ich hoffe, ich muss sie jetzt nicht immer tragen. Wenn Ihr Model noch mal so lieb wäre, wenn Sie mal ganz kurz kommen. Wenn wir ein Model haben, dann können wir das ja auch gleich nutzen. Genau. Hey, bitte. Das ist eine Brille, die auch erstmal vom Material her in Titan gefertigt ist. Die Glasperlen, die dort aufgesetzt sind, sind alle von Hand. Japanische Glasperlen. Das sind hunderte von Perlen. Und die werden von einer Künstlerin für uns dort auf die Brille aufgebracht in Einzelstück Anfertigung. Hollywood is calling, würde ich mal sagen. Nicht nur die. Also wirklich eine Glamour-Brille, kann man sagen. Eine Glamour-Brille mit Kristallen drin und die Farbsprache ist auch toll geworden. Hier steht aber auch jede Brille, kann das sein? Ja, absolut. Deswegen ist ja unser Model, ne? Ja, wunderbar. Haben Sie noch einige Kollektionen, auch für den Mann vielleicht nochmal, nicht? Dann nehmen wir mal ganz kurz unser männliches Model. Wenn du mal so nett wärst, kurz die Kamera zu halten. Wir haben hier nämlich ein männliches Model. Und das ist der Lauritz. Lauritz, wenn du mal kurz kommst und einmal die Brille trägst. Wenn Sie so nett wären, ganz kurz zu halten. So, Lauritz, komm mal in die Mitte. Hier haben wir jetzt ein männliches Model. Bitteschön. Also wir gehen gar nicht so den Weg, zwischen männlicher und weiblicher Brille zu unterscheiden, weil es gibt so viele unterschiedliche Charaktere und Typen, dass man keine Sortierung von Brillen machen sollte. Ist das jetzt Belmondo, der Playboy, oder? Und Draufgänger? Also ich muss mich... perfekt zum Porsche. Ja, absolut. Der Ferrari und Lamborghini wäre auch nicht aber schlecht. Aber so ein bisschen älter, so 80er. Ja, genau. Genau. Das wäre sowas. Das ist auch so angelegt an die 80er Jahre, unsere ganze Kollektion. Das ist so ein bisschen ein Retro-Style in die neue Zeit gebracht. Und das macht es halt auch für uns so spannend. Und ich komme aus der Zeit der 80er, da habe ich meinen Beruf gelernt als Augenoptikermeister. Ihre eigene Brille, sagen Sie mal was zu Ihrer eigenen Brille. Die ist ja auch sehr schön. Ja. Mit glasig und durchsichtig und noch verspiegelt. Das ist ein Kunststoff mit Titanelementen dran. Die ist einfach auch leicht und komfortabel. Für Sie nur das Beste? Immer. Wir machen uns das Beste und die besten Tage. Aber bei der zum Beispiel ist es so, dass wir hier ein Titanmodell haben mit einem braun verlaufenden Glas. Ich sage auch, es ist 80er-Style, aber er passt heute in die Zeit. Auf jeden Fall, die 80er kommen wieder. Also ich kaufe mir auch ein Auto aus den 80ern, wobei ich aus den 70ern, aber... Ja, aber das ist die Zeit, Ich habe einen 964er Porsche, da ist so ein Auto perfekt. Also ja, das kann Auto, man durchaus Autobrille, sagen.
super Kombi. Da haben Sie ja die perfekte Schnittmenge. Noch zwei, drei Modelle, vielleicht ganz kurz. Für den Mann, für die Frau, wenn du noch wieder so nett bist, zu den Models zu gehen, damit die heute nicht... Kannst du bitte kurz die Kamera nochmal? Dankeschön. Weil ich glaube, wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Frauenmodell. Ja? Wir schneiden das. Sowohl als auch. Wie war denn der Name? Juliette? Colette. Colette. So, die Colette kommt noch einmal ins Bild. Last not least. Mit dieser wunderschönen blauen Brille. Auch das ist jetzt eine Brille, die weder Frau noch Mann ist. Sie ist einfach nur schön. Androgyn. Androgyn. Und genau, sie ist wirklich voll 80er-Style. Von der Größe und von der Farbe her ist es ein bisschen provokant. Wenn man durchschaut, ist es ein ganz komisches Gefühl am Anfang, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Und es gibt auch so eine Frische und so eine Freiheit. Selbst mal aufsetzen, das ist das Beste. Also ist so ein bisschen Bonbonfarben sogar. Also ich glaube, ich belasse es mit dem Model, denn bei Colette sieht alles immer gleich so teuer aus. Also wollen wir es auch auf dem Level halten. Colette, hast du hier noch ein Lieblingsmodell? Das nimm mal einfach nach deiner Wahl und Herr Hies wird es auch nochmal kommentieren. Ja. Lieblingsmodell ja schon auf, aber ich mag auch super gerne diese hier, die Form. Ja, wenn du die nochmal netterweise aufsetzen würdest und Herr Hies kommentiert auch diese Brille nochmal. Ja. Auch hier eine ganz außergewöhnliche Form. Das heißt bei uns Kussmund. Man sieht das an den Lippen hier oben und hier unten. Ich finde es einfach nur witzig und spaßig. Die Brille hat natürlich ihre Funktion, 100% UV-Filter drin. Es ist einfach eine schöne, leichte, komfortable und witzige Brille. Und sowas findet man nicht auf der Straße. Und es sieht alles so edel aus. Also was würde jetzt diese Brille kosten, wenn man jetzt Colette und die Brille? Colette und die Brille ist unbezahlbar. Die Brille allein, die kostet 149 Euro. Das ist ein moderater Preis. Ich danke dir, Colette, nochmal. Und dann werde ich nur noch mal allgemein kurz ein paar Daten abfragen. Hieß, wo kann man Sie erreichen? Über Instagram, über die neuen sozialen Medien oder auch an Ihrem Standort direkt? Wir haben einmal Instagram, das ist hieß.optik. Wir haben das auf Facebook genauso. Wir haben einen Online-Store, der ist brillen-assistent.de. Da kann man uns erreichen. Oder direkt in der Firma in Taunusstein. Wen? Da kann man über die Homepage. Wenn Sie mal nicht gerade wieder auf Reisen und Touren sind. Genau, da kann man über die Homepage uns finden. Hieß, ich danke Ihnen recht herzlich und freue mich immer wieder, Sie auch hier bei Anja Gockel auf den Mond schauen zu sehen. Dankeschön. Ja, ich freue mich genauso, für Sie zu sehen. Danke.
Ja, liebe Zuschauer, jetzt habe ich diese beiden reizenden Damen eben noch getroffen und sie sind mir heute den ganzen Tag aufgefallen, weil es gab ja zwei Shows. Und ich würde gerne erst mal fragen, wie heißen Sie denn bitte? Ich bin die Evelyn Bresser. Bresser? Und ich hatte auch mit Mode zu tun. Ja. Und hatte jahrelang eine Modeagentur. Ja. War in den Häusern der Mode in Frankfurt, also in Eschborn bei Frankfurt. Da hatte ja auch Frau Gockel ihr letztes Event. Und ich muss wirklich sagen, wir waren beide total begeistert, weil die Anja diesmal noch einen draufgelegt hat. Das macht also sie immer noch, nicht? Also sie, mit dieser Tanzshow, das war so großartig, also wirklich dicken Glückwunsch. Und wir halten ganz dolle die Daumen und wir gehen gleich morgen in die Pariser Straße. Ja. Da war nämlich ganz viel Tragbares dabei, das, was uns wirklich gefallen hat. Ich gehe mal ganz kurz rüber, wenn Sie ein bisschen näher kommen und auch in die Kamera schauen. Sie sind bitte Frau. Ich bin Renate Lutz und hatte in Berlin auch mehrere Boutiquen über viele, viele Jahre. Ja. Und ich habe es heute bewundert, ihre Show, vor allen Dingen nicht mehr so langweilig mit Mannequins, sondern die Choreografie war eben nicht einfach nur ein Catwalk, sondern das ist wirklich eine einfach, Show. Das war eine Show, das war eine tolle Choreografie. Richtiges Entertainment. Also ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Und das macht Spaß wieder, dass sich Menschen so viel Mühe geben, so eine Show nochmal nach so vielen Jahren, vor allen Dingen für die Modebranche. Beste Parameter, beste Lage, bestes Publikum. Die Modebranche hat es sehr, sehr schwer. Ja. Und ich bewundere Frau Gockel, dass sie das geschafft hat, das durchzuhalten. Ja. Das war nicht einfach für sie. Frau Lutz war der Name, ja? Lutz, ja. Frau Lutz, Frau Bresser, woher kennen Sie sich? Sind Sie sich auch über die Mode? Aber auch über Berlin, über unseren Tennisclub, über ganz viel. Und wie kam es dann zur Begegnung mit Frau Gockel? Ja, einfach auch über die Mode. Ja, also durch ein Event sind Sie darüber aufmerksam geworden? Also mir hat das heute sehr, sehr viel Freude gemacht, Frau Gockel zu sehen, dass sie noch da ist. Ja. Weil so viele gibt es nicht mehr. Die aufgeben, und ich muss sagen, ich hoffe, sie schafft es, das weiter so durchzuführen. Sie hatte ja auch gesagt, dass sie das Team hinter sich hatte. Und das ist ja wichtig, dass man ein Team hinter sich hat. Nicht? Und ohne das Wichtigste. Ist nicht durchgehalten, das ist mir klar. Frau Bresser, ist nicht Ja, natürlich. Frau Bresser, gibt es etwas Schönes, was Sie noch gerne erzählen wollen über sich oder über weitere Themen? Irgendwas zum Abschluss? Oder wollen wir es damit belassen? Oder Frau Lutz, haben Sie da noch, sind Sie noch in der Mode aktiv? Geben Sie da noch Akzente? Dass die Mode nach Berlin gehört und Frau Gockel führt es fort. Und das finde ich wunderbar. Und das hat sie auch nochmal unterstrichen heute. Wir waren ja mal eine Modestadt, ganz groß. Und sie sind ja nun alle nicht mehr da, aber sie kommt wieder aus der Asche raus. Wie ein Phönix aus der Asche und vor allem hier im Adlon Hotel. Ich sag mal, das ist schon ein Zeichen. Nicht? Ja, und das kann ich mich jetzt nur anschließen. Ja. Also ich freue mich sehr, dass auch dadurch jetzt die Fashion Week wieder neue Akzente kriegt. Oder Frau Bresser, ganz liebe Grüße. Ja. Vielen Dank. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und waren ganz begeistert. Ja, danke schön. Weiter so. Wir freuen uns, dass sie das geschafft hat, wieder da zu sein. Wiedersehen.